Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem sehr niveauvollen Spiel für Android. Es heißt Leon Mascher das Spiel. Ich muss mal kurz gucken, ob das Spiel Sound hat. Irgendwelche Scheißmusik. Und ich weiß nicht, was es ist. Es ist anscheinend wie ein Jump'n'Run von einem Vollidioten-YouTuber, welcher sich cool findet. Achso, ich dachte, Geschenke kann man einsammeln. Das soll ein Trampolin sein. Und wir spielen hier diesen... Was ist das? Werbung? Wahrscheinlich Werbung. Und wir spielen hier diesen krassen Gangster Leon Machere, welcher... Ich weiß gar nicht, was er für Videos macht. Ich weiß nur, dass er eigentlich ein totales Opfer ist. Was wird denn, wenn du von unten gegenkommst, stirbst du, okay? Es wird auf jeden Fall als das King of Prank. Es wird auf jeden Fall als das das beste YouTuber-Spiel für mobile Endgeräte, Entschuldigung, angepriesen. Mir fällt jetzt auch gerade wirklich kein anderes weiter ein. Ja doch, PewDiePie hatte mal eins, aber das wurde ja nachdem alle auf die grandiose Idee kamen. PewDiePie. Oh Mann, Alter, was ist das für ein Scheißspiel? Nachdem dann alle auf diese grandiose Idee kamen, PewDiePie sei ein Rechtsradikaler, weil er was ausprobiert hat und immer wieder so aufgefallen ist. Aber man darf nur ein falsches Wort sagen. Man darf kein falsches Wort sagen. Am besten sagt man gar nichts, weil sonst wird man als Rechtsradikaler abgestempelt. Und wir haben hier dieses tolle Spiel, wo man anscheinend die ganze Zeit denselben Scheiß macht. Wir laufen und laufen und laufen und springen an diesen komischen Münzen vorbei. Dann kommt dieser hässliche Flieger wieder mit King of Prank. Nee, Freundchen, du kriegst keine Sterne. Nicht in der Aufnahme. So, dann kann man sich hier so einen Scheiß angucken. Ja, aber wie kommt mich denn jetzt wieder ins Startmenü? Hallo? Also ihr seht, das Spiel ist ziemlich ausgereift. Ich komme von hier aus nicht mehr ins Startmenü. Super Spiel, wirklich das beste YouTuber-Spiel. Also das, was die da im App Store oder Google Play Store, ich spiele gerade auf. Ups, oha, habe ich das gerade richtig gesehen? Man kann einen Doppelsprung machen. Ne, kann man nicht. Warum habe ich keinen Doppelsprung gemacht? Im Google Play Store, es wird als bestes YouTuber-Spiel angepriesen und dem kann ich nur zustimmen. Ich meine, ich will ja jetzt nicht großkotzig sein oder so, aber wenn ich mir diesen Content angucke von diesem hässlichen Vogel, dann frage ich mich manchmal, wie kann so ein Vollspaten so viele Abonnenten haben und Leute, die ehrliche Videos machen, wirklich Videos machen, auch selber dafür hart arbeiten, fuck off, Alter. Und ja. Aber da ist immer wieder das Problem. Generation Kiddie. Ganz viele 12-Jährige, 10-Jährige, 9-Jährige, 8-Jährige. Alter, jetzt habe ich einen Magneten und werde direkt wieder von dem komischen Polizisten da geschafft. Die es cool finden, weil sie immer wieder immer mehr mit Assi TV, RTL, RTL, das NG für Niveau, werden jetzt wahrscheinlich die Leute, die RTL gucken, nicht verstehen, weil, ihr wisst ja alle, RTL hat kein Niveau und nämlich auch, weil es auch kein N hat. Totaler Scheiß, die Magneten sind total bescheuert. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Spiel gleich wieder löschen werde. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier auch einen Soundtrack habe. Es ist einfach immer noch dieselbe Scheißmusik. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch gehört habt. Dieses komische... Was ist das für ein Scheiß? Singen kann der Typ auch nicht. Hat man ja in seinem Video gesehen. Der war im Knast. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich meine... Warte, war er im... Nee, war nicht einer von den anderen Assis da im Knast? Wie gesagt, wie ihr vielleicht schon merkt,
Ich bin so gar kein Fan von diesem Möchtegern-YouTuber. Und dieses Spiel ist genauso wie er eigentlich. Deswegen passt das sogar. Also in dem Sinn ist es wirklich das beste YouTuber-Spiel. Es ist nämlich das authentische YouTuber-Spiel zu seinem Kanal. Es ist einfach sinnlose, pure Scheiße. Alter. Also dieses kriegt gleich erstmal... Was sind das denn? Pizzen? War das eine Pizza? Ich weiß es nicht. Ich meine vor allem, ich finde ja auch schön im Hintergrund diese sich ständig wechselnden Wallpaper von dem orangen Auto zu dem, ups, hier die Mülltonne, zu dem Typen mit der blauen Mütze und dem blauen Pullover. Dann kommt eine Lampe, dann kommt diese Schneebank, jetzt kommt wieder das orange Auto und dann kam noch was davor. Noch eine Schneebank. Ne, da kommt wieder der Typ. Wieder der blaue Typ, weil wir ja nur im Kreis laufen. Ups. Gut. Da. Jetzt komme ich ins Home-Menü. Aber was kann man denn hier noch freisch? Ganz viele komische Kostüme, Weihnachtskostüme. 1000. Alter, wie lange soll man die, um zu springen, rutschen, Freund und Feind, springen auf die Box, das Trampolin, der Polizist will dich fassen, bei einer Berührung verlierst du das Spiel, das sollen Waffeln sein, Erdbeerwaffeln, doppelt so viele Punkte. Oh, Leute. Also, komm, machen wir nochmal einen Lauf und gucken mal, wie weit wir kommen. Das Problem ist, es ist wirklich so ein Spiel, wo man eigentlich gar keinen Spaß dran haben kann. Aber wie gesagt, es ist halt authentisch zu seinem YouTube-Kanal. Und ich habe absichtlich die Musik ausgeschaltet, weil das Problem ist, bei Handys ist es ja immer so, wenn ich jetzt Musik höre, beziehungsweise wenn ich Musik aufnehmen will, solange man kein geroutetes Smartphone hat, muss man ja die Musik laufen lassen. Und wenn ich mir jetzt diese ganze Zeit dieses Düt geben müsste, dann ich glaube, dann würde ich den Typen anzeigen, der das Spiel gemacht hat, wegen psychischen Störungen oder so. Alter. Vor allem, ich gucke gerade im Google Play Store, Google App Store, Play Store heißt da, und denke mir so, das wäre halt ein einfaches Jump'n'Run. Ja, und dann lese ich den Namen von diesem komischen Möchtegern da. Ich meine, schaut euch mal bitte die Hose an, die der hier hat in dem Spiel. Er hat in dieser Hose in beiden Knien Löchern. Heutzutage zahlen solche Opfer wie dieser Typ eine Menge Geld für diese Hosen, um letztendlich feststellen zu müssen, dass ich in meiner Jugend solche Hosen selber gemacht habe, indem ich rausgegangen bin, indem ich eine Wiese runtergerutscht bin. Bei mir sah damals jede Hose so aus. Und solche Idioten zahlen Geld dafür. Wie armselig ist das denn heute? Aber da sieht man, was heute in den YouTube-Trends ist. Ja. Und da merkt man halt auch, wie das Niveau gesunken sein muss, damit sowas wirklich unterstützt wird. Und ich habe keinen Bock mehr. So. Ja, Leute, das war's mit meinem Video von diesem besten YouTuber-Spiel, welches es auf dem Markt gibt, EU-weit. Einfach nur geil. Ja. Ich meine, ich habe jetzt 9 Minuten mit Scheiße gefüllt. Ja, sagt mir eure Meinung zu solchen möchtegern Hardcore-YouTubern wie diesem Leon Arschhaar. Nee, Mascher heißt er, Entschuldigung. Ja, lasst einen Kommentar. Und ich sage bis zum nächsten Mal wieder mit einem ordentlichen Spiel. Haut's rein!